ja, da vorne ist es auch schon, das Laboratorium. Da werden wir heute hingehen, denn Flo erwartet mich da mit einer besonderen Überraschung, hat er zumindest gesagt. Professor Karlsflu, ist das hier ernst? Dukes. War das... Was? Das war das Anti-Allergie-Serum. Ah, das war die Desinfektion, die man machen muss, wenn man hier ins Labor kommt. Okay, richtig. Gar kein Problem. Hab ein bisschen was ins Auge bekommen, aber das ist schon in Ordnung. Also, haben Sie studiert? Ich habe alles studiert. Na klar, von A bis Z, von hinten nach vorne. 1, 2, 3, 4, ich habe okay, alles studiert. Okay, super. Wir haben alles nämlich klar. Hier... Ja, ich weiß, ich wollte gerade erklären. Freunde, wir haben hier nämlich ein Creeper-Labor. 10 verschiedene Arten Creeper wurden hier im Labor entwickelt von uns. Und wir werden heute ausprobieren, wie diese Creeper sich so verhalten. Und ich würde sagen, oh, okay, du hast ein Schwert, aber es wird hoffentlich nur gegen die Creeper verwendet und nicht gegen mich. Okay, haben wir da irgendwie Ausrüstung oder sowas? Alles klar, wir können uns hier mal ein bisschen was rausnehmen. Möglicherweise wird uns das ja auch hier nützlich sein oder so. Brauchen wir das vielleicht? Ich weiß es nicht. Und genau, ich würde sagen, Flo fängt einfach an mit dem ersten Creeper. Okay, der erste ist so leicht dunkel. Ja, der wirkt safe, schon. Der wirkt wie ein freundlicher. Ist bestimmt freundlich. Okay, alles klar. Du hättest das Ei vielleicht mitnehmen sollen. Oh. Ah ja, da ist diese kleine Unannehmlichkeit beseitigt worden und wir können jetzt starten mit Creeper Nummer 1. Einem Raketen-Creeper! Was war das denn? Okay. Bist du gerade mit dir in die Luft geflogen? Als ob du es überlebt hast. Ich bin hochgeflogen. Was? Wie krass. Der war ja richtig cool. Der kann, mit dem kannst du zum Mond fliegen oder sowas. Der eignet sich wirklich okay, gut jetzt für sowas. Okay, hier ist der nächste Creeper. Ich bin gespannt, was der kann. Okay, wir gehen jetzt mal in den Teleportationsraum und gucken uns an, was ist Creeper normal, Nummer 2 so macht. Ein Baby-Creeper! Oh. Ah. Ah. Ich brenne. Okay. Ich habe nur die Hälfte meines Lebens verloren. Das war eigentlich ganz so cool. Muss ich sagen. Ich. Ja, der ging eigentlich voll. Okay, alles klar. Machen wir weiter mit Creeper Nummer 3. Wie sieht der so aus? Oh, das Ei. Oh Gott. Das ist schlammfarben so ein bisschen. Na gut, dann los. Okay, los. Okay, es riecht leicht entzündet. Entzündet? Okay, ja, dann zeig mal her. Entflammt. Entflammt? Warum platzierst du die Creeper in der Luft? Was? Wow! What? What? Ah! Nein! Was? 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 Warte, Lava! Nein! Hä, die ganzen Sachen! Nein, alles ist kaputt gegangen! Also, ich wurde sogar angezündet, Flo. Was? Ja, es hat mich angezündet, aber ich mindestens 100 Blöcke entfernt stand. Was hast du da denn? Oh, okay, alles klar. Ja, das haben wir schon. Flo, es läuft raus. Es läuft raus. Mann, das ist weg. Unabhängigkeit. Okay. Ja, kleiner Laborunfall, Freunde, das kommt schon ab und zu mal vor. Wir nehmen uns das nächste Creeper-Ei. Das wartet schon auf uns. Und Flo, möchtest du es ausprobieren? Vielleicht? Nö, du probierst es aus. Nein, ich muss es ausprobieren. Na gut, dann gehen wir jetzt zack zum Teleport. Okay, du bist nicht gestorben, also. Ja, stimmt. Vielleicht überlebe ich das. Ich habe ja auch ein Schwert. Ready? Und? Go! Redstone? Hä? Nein! No! Warte! Der hat sich einfach geteilt! Oh nein! Oh no! Lebst du? Flo, der hat mich vergiftet oder so. Mir ist voll schwindelig. Warte, wie soll ich da rauskommen? Ah, hier, okay, warte. Ist wie für den Finger halt hoch. Ich kann es nicht sehen. Ich sehe es. Hilfe, wann hört er das auf? Oh mein Gott, mir wird richtig schlecht. Warte, mach schon mal weiter mit dem nächsten Creeper-Ei, ja? Das ist da an der Wand. Es hat aufgehört. Oh, den mag ich. Den magst du? Der klingt schon mal ganz cool vom Namen her. Wie heißt der denn? Sag ich dir doch nicht. Chaos-Creeper. Ja, dann platziere ihn mal. Chaos-Creeper 44. Ja. What? Der Blumen-Creeper. Okay. Was hat der denn gemacht? Das sah ja super gefährlich aus. Was waren das für Viecher, hä? Ja, der hat so komische... Klar. Ja. Ja, das war die Blume, Flo. Das war die Blume. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß. Oh nein, nein. Mein nächster Creeper, Flo, heißt einfach Bombing Creeper, ja? Ich drehe mal einen Schritt zurück. Nur so. Ich platziere ihn ganz weit weg. Oh nein. Was? TNT? Der ist auf TNT. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Warte. Oh, was? Ich bin zu Lava gepustet worden. What? Warte, der hat mich einfach aus dem Labor rausgesprengt. Hä, wie krass. Warte,
wo kommen wir hier nochmal raus aus dem Labor? Hier geht's, hier ist tatsächlich so ein kleiner Ausgang. Hier, guck mal, da hinten zu Lava hat er mich einfach geboostet. Er voll krass. Ja gut, alles klar. TNT-Jump. Es ist alles kaputt jetzt hier. Okay, dann geht's weiter mit Creeper Nummer 7. Ist alles klar, das 10, ist der 8, Angelic 6, Creeper. Ein Engels-Creeper oder so. Ein Engel-Creeper, das kann doch nur gut sein, oder? Dann okay. Zeig ihn mal. Ich stell mich direkt davor. Wow! Oh, lol! Lol. Hi! 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 Alles klar bei dir? Yes! Voll cool! Ja, der war, okay. Nicht, der war nicht bad, oder? Der war lieb eigentlich. Der war eigentlich ganz cool, das Bist stimmt. Du eigentlich schon mal gestorben jetzt? Ja, ich bin schon mal gestorben. Einmal. Ja. Oh nein, wieso? Du hast den Angel Creeper, rein den Engels Creeper. Rein. Und ich hab den Höllen Creeper. Ja, ich hab jetzt den. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was kann der? Engel und Teufel. Oh, der ist wirklich ein Teufels Creeper. Ich dachte gerade, der ist lieb. Wow! Wow! Wie hat der das da draußen angezündet? Wie hat der das gemacht? Der hat einfach Feuer verteilt. Ach krass, guck mal hier sogar, bis hierhin. Creeper Nummer 9 erwartet uns jetzt und Flo ist dran. Ich habe die Ehre, den letzten Creeper zu bekommen. Ja, jetzt mach schon, Flo. Weißt du, du kannst es nicht mehr rauszögern. Es ist, okay. Was ist es? Es ist der magnetische Creeper. Warte. Wollen wir den letzten zusammen machen? Die Nummer 10? Stimmt, können wir machen. Übrigens, cooler Schnauzer. Ich habe eine bessere Idee. Erstmals mache ich mal den. Okay, magnetisch. Nein, ich werde angezogen! Nein! Was? Ich werde mit angezogen von dem! Durch die Scheibe durch! Deswegen magnetisch! Warte, komm mal rein hier. Warte, was machst du? Nein! Tu das nicht. Wieso tust du das? Nein, ich will nicht mehr! Ich überlebe! Ah, warte, ja, ist irgendwie. Ja, wir, davor müssen wir besser versichern. Wahrscheinlich schon. Okay, alles klar. Ich glaube, der letzte Creeper wartet auf uns. Und da ich gerade mit dir drin war, würde ich sagen, Flo, du kommst jetzt auch mit mir rein, okay? Ich habe jetzt den Creeper. Wir gehen jetzt hier zusammen in den Teleportraum. Ab in die Sauna. Komm mit, okay? Und dann wollen wir mal gucken, was der letzte Creeper kann. Wie heißt der? Er heißt Puff Creeper. Puff Creeper ist das? Wie ein Pufferfisch. Ja. Und er ist cute. Nein. Was? Oh. Oh, no! Guck dir. Nein, der hat mich vergiftet! Das ist wie so ein Kugelfisch. Nein, die ganze Lava im Labor ist kaputt gegangen, Flo! Wieso machst du das? Wieso tust du das? Nein, ich wurde vergiftet. Kann ich mit dem Apfel mich vielleicht heilen oder so? Okay, er ist da. So, dann lass mal gucken. Was war dein Lieblings-Creeper? Ich hab meine Hände durchschlüpfen schon. Flowers for Blazing Magnetic. Ich würde gerne den Rocket Creeper nochmal probieren, weil ich durfte noch Stimmt. nicht fliegen. Okay, mach du zuerst, dann mach ich meine nachher. Alright, dann warte, komm mit rüber hier. Wir gehen am besten raus, weil das Labor ist schon kaputt genug hier. Und ich darf jetzt nochmal den welchen ist das? Der Rocket Creeper. Vielleicht hier vorne, so ein bisschen am Wasser. Vielleicht ist es gar nicht mal so blöd. So, zack. Hi, Creeper. Okay. Woo! Wow! Yes! Actually ist der richtig cool, der Creeper. Das macht voll Spaß mit dem. Okay, willst du meinen Lieblings-Creeper sehen? Dein Lieblings-Creeper, okay, zeig ihn. Nein, ich schon wieder. Wir haben es überlebt. Als ob. Irgendwie, guck dir mal dieses Loch an hier, der gemacht ist. What? Richtig nice. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, das war's hier mit 10 Arten von Creepern in Minecraft. Schreibt eure Lieblingsart von Creeper in die Kommentare. Lasst ein Like da oder auch zwei und abonniert unsere Kanäle. Hier natürlich, Fluss ist in der Videobeschreibung und meinen könnt ihr einfach auf Abonnieren klicken hier. Ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.